Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Heute geht es einmal um das Thema Pharma Junkie. Falls ihr das schon mal gehört habt, diesen Ausdruck. Den hat man früher in den 90er Jahren sowas in Bayern verwendet. Da hat man halt die Leute, die auf Kurinsaft abhängig waren oder Tabletten genommen haben. Meistens sind das dann Schmerztabletten oder Beruhigungstabletten, Angsthemmer, Schlaftabletten. Da gibt es dann jede Menge Leute, die sowas konsumiert haben. Und die hat man dann Pharma-Junkies genannt. Die gibt es irgendwie auch in jeder Großstadt. Wie das zustande kommt, dass man auf das Zeug abhängig wird oder dass man das überhaupt nimmt, das ist unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Wege. Die einen, die kriegen es irgendwie mal verschrieben und dann nicht mehr, wollen es aber weiter haben. Und andere nehmen es als Ersatzdroge. Also bei mir war das mehr so, dass ich da reinkommen bin durch Diazepam, also Valium. Die hat einen Türsteher früher verkauft in München Neuperlach am PEP. Bei dieser Disco, die es da gab, oder vielleicht gibt es die auch immer noch, ich weiß es nicht, da ist auch schon über 30 Jahre her fast. Und der hat Captagon und Valium verkauft. Captagon ist ein Aufputscher, so ähnlich wie Speed, also ist Speed. Gab es früher verschrieben, gibt es heute glaube ich gar nicht mehr, oder gibt es halt nur noch ganz, ganz selten und ganz schwer. Auf PTM-Rezept vermutlich auch, aber das Diazepam gibt es halt immer noch. Wird auch ganz häufig verschrieben gegen Prüfungsangst etc. pp. Damals war es aber so, dass ich das halt immer wieder im Fernsehen gesehen habe, bei irgendwelchen Sendungen mit Louis Dauphiné und weiß der Geier, alle möglichen aus den 70er Jahre wurde immer wieder mal Valium angesprochen. Dann habe ich mir mal ein Buch gekauft, das hieß Bittere Pillen. Und da drin habe ich gewälzt, was das ist, welche Nebenwirkungen das hat und was es für Alternativen gibt. Und wie es der Zufall will, gab es dann eine Anzeige in der Zeitung, dass eine pharmazeutische Großhandel Lageristen sucht. Und ich habe gerade Arbeit gesucht. 1 und 1 ist 2, habe ich da angefangen in der Spätschicht. Da war es halt schon so, dass ich mir die Tabletten am Anfang noch gar nicht so genommen habe. Also ich habe halt dann noch gekifft ganz normal und irgendwann gab es einmal nichts. Ich habe nichts zum Rauchen gehabt und ich dachte, jetzt probierst du mal so ein Valium aus. Ja, das kann ja nicht anders sein, wie das, was du damals in der Perlach gekauft hast. Und dann habe ich mal, ich glaube 10 Milligramm, also eine von den stärksten, habe ich mal genommen. Und die restlichen habe ich mal eingesteckt. Und dann plötzlich kam tatsächlich so das geile Feeling. Aber mit diesem geilen Feeling kam auch der Verlust der Hemmschwelle. Also plötzlich habe ich mal überhaupt nichts mehr geschissen. Ich habe glaube ich noch nicht nachgelegt am ersten Mal, aber ich fand das schon so geil, dass ich halt nicht mehr am nächsten Tag auf Suche gegangen bin, ob ich was zum Kiffen kriege, sondern mir einfach eine Valium einpfiffen habe. Und das habe ich halt immer öfter gemacht. Und bis ich geschaut habe, waren es halt 10 Stück mit dem Bier zusammen. Und damals in der Spätschicht war es halt dann auch so, dass ich unter so einem Valium-Rausch in dem Buch gesucht habe, wo die Lagerplätze sind. Und dann sehe ich da Lidocain, Koffein im Keller unten, wo die Chemikalien sind. Das war nachts zu. Ja? Aber da gab es ein Förderband. Dann bin ich eiskalt über das Förderband runter in den Keller, zwischen die Regale, in die Regalplätze da rein und hab mir da so Fläschchen mit, ich glaube, 50 Gramm oder 100 Gramm Lidocain und genauso viel Koffein, hochreines, mitgenommen. Habe ich laut. Das Lidocain ist das, was auch bei der Zahnarztspritze drin ist, das betäubt den ganzen Mund. Ja, das nehmen viele auch zum Strecken beim Koks, weil ein gutes Koks macht es gar nicht so extrem taub. Also nur ein bisschen und hält auch sehr viel länger an, als wie das, was man so landläufig aus Kokain verkauft. Ich habe das dann einfach nur so mit dem Koffein gestreckt und das so verkauft. Es macht auch wach, das Koffein hat die ganze wach gemacht, aber ja, war uncoole Nummer damals. Aber ich habe Kohle braucht. Und bevor ich irgendjemandem ein Messer reinramme, habe ich halt dann das verkauft. Und ganz vielen Leuten habe ich es ganz günstig gegeben als Streckmittel. Und gesagt, hier, nimm das zum Strecken her, aber sei vorsichtig und so weiter und so fort. Und habe da auch kein schlechtes Gewissen gehabt.
damals habe ich einen Robert kennengelernt. Robert B. Der war in der Frühschicht. Ich bin von der Spätschicht in die Frühschicht gewechselt. Wahrscheinlich ist es aufgefallen, dass da Sachen verschwinden. Und weil sie nicht wussten, wer es ist, haben sie mich halt in die Frühschicht gesteckt. Der hat auch gerne mal Tabletten einpfiffen und dann haben wir uns halt da vergnügt. In der Mittagspause haben wir einen Joint geraucht. Das wussten fast alle, dass wir kiffen da. Das hat keine Sau interessiert. Der Chef von der Nachtschicht war der Alkoholiker, der hat gesoffen immer. Und ja, diese Hausfrauenschicht, die da immer rumgelaufen ist und ihre 30-Stunden-Schichten gemacht haben beim Kommissionieren, da bin ich mir sicher, dass die ein oder andere auch Tabletten mitgenommen hat. Weil einmal gab es ein Riesendrama, da ist eine ganz große Kiste mit Rohypnol verschwunden. Und Rohypnol ist ein Schlaftabletten. Das war gerade die Zeit, wo sie von 2 Milligramm auf 1 Milligramm gewechselt haben und wo sie die lackiert haben, damit man sie halt nicht mehr aufkochen kann. Genau so in dem Zeitraum ist eine ganze Kiste voll verschwunden. Dann haben die uns verdächtigt, mich und den Robert. Ich meine, ja, wir haben schon streifenweise die Dinger reinpfiffen. Der Robert hat sich ganz schön übertrieben. Den habe ich ein paar Mal auf dem Klo aufwecken müssen, weil er da halt weggenickt ist. Aber hey, trotzdem haben wir eine ganze Kisten rausgeschleppt. Da hat noch irgendjemand anders kistenweise Medikamente geklaut. Und dann war es eines Tages so, da kommt da so ein junger Kerle und kommissioniert da und dann plötzlich scheppert, da liegt der in der Regale drin. Also voll auf, weiß ich nicht, Valiquid hat das geheißen, das war ein Fläschchen Valium, die man aber im Löffel nimmt. Also ein Löffelchen voll ist halt wie eine Tablette. Und er sie hat die ganze Flasche hinter dem Binde, das sind 50 Tabletten. Also die 50-fache Dosierung von dem, was der Arzt einem bei normalerweise schweren Angstzuständen verschreibt. Er hat so in dieses Regal reingedrückt, dass alles spät war. Es war die Situation so, wenn wir da rausgegangen sind aus der Firma, musste man immer auf so einen Taster drücken, beim Pförtner vorne. Wenn das rot war, musste man hingehen zum Pförtner, Tasche herzeigen, aufmachen, herzeigen, ob da irgendwas drin ist. Und er durfte einen doch suchen. Hat es nichts gemacht, oder ich glaube es war grün. Nee, es hat nichts gemacht, dann durfte man durchgehen. Aber jeder musste drücken und er hat ganz genau aufgepasst. Und da war ein scharfer Hund dabei, der war wirklich krass. Der wollte unbedingt, der hat schon geahnt, dass ich das bin, und der wollte unbedingt in meine Tasche reinschauen. Und an dem Tag habe ich gerade eine Klinikpackung Mundi Pharma Codein-Tabletten geklaut. Und die hatte ich in meinem Parker reingeschmissen in die Innentasche und da war ein Loch drin, das runterfällt bis zum Futter. Und er schaut und kramt in meinem Tasche rum und hat gesagt, dann schauen Sie halt rein, wenn Sie mir nicht glauben. Schaut er da so rum, sagt er, ja okay, Glück gehabt, sagt er, wollen Sie noch meine Jacke und mach meine Jacke auf. Und da war halt alles glatt und zu sehen, dass da nichts drin ist. Und lässt mich gehen. Und dann ab da hat er mich nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Da habe ich erst einmal da ein bisschen rausgeräumt. Und als ich dann angefangen habe, die Sachen auch zu verkaufen, war ich dann der Apotheker bei Schwarzmarktleuten in Neuperlach. Und da war einer dabei, der wollte unbedingt seine Muckels aufpushen, der wollte unbedingt trainieren und alles, und dem habe ich Anabolika rausgebracht. Wir haben einen Tag vorher ausgemacht, telefonieren ging ja gar nicht, wir haben gar keine Handys gehabt. Wir haben ausgemacht, er kommt dahin, wo ich arbeite, wir treffen uns in meiner Pause. Das war allerdings in der Nachtschicht. Ja, da haben wir uns draußen getroffen, beim Asiaten, beim Essen, haben wir es ausgemacht. Ich hole Sachen, geh einfach eiskalt zum Fenster hin aus dem ersten Stock und schmeiße runter auf die Straße, er fängt's und geht. Dann hat er mir die Kohle gegeben und genauso haben wir es gemacht. Naja, dann kann ich da unten rausmarschieren, ohne dass der Pförtner irgendwas bei mir findet, wenn ich oben aus dem Fenster schmeiße. Aber ich habe zumindest keine große Kiste geklaut. Das habe ich nie gemacht. Das war meistens so Eigenbedarf und den Rest habe ich aufgehoben. Und am Ende habe ich dann so eine große Kava-Dose voll gehabt mit Tabletten. Und dann haben wir also mit meiner Freundin, waren wir bei jemandem in Grünwald, mit dem seiner Freundin auch zusammen, genau. Und dann sind wir bei dem in der Bude gewesen und haben einfach bunt die Pillen eingeschmissen und Bier dazu gesoffen und wussten nicht, was passiert. Also ich kann euch auch sagen, da fehlt mir mindestens eine Woche Erinnerung.
Ich weiß noch, dass wir da hingegangen sind und dass es lustig war, weiß ich noch, aber mehr schon fast auch nicht mehr. In der zweiten Woche war ich dann wieder mit dem Kopf klar da, weil da haben wir dann wieder Koks verkauft und da hatte ich Koks im Kopf und da war ich natürlich schon wieder klar. Da wusste ich ja, was los ist. Und damals habe ich auch mit dem Toni, den ich aus den Anfangsgeschichten nochmal erzählt habe, viele Geschäfte auch gemacht. Da bin ich ganz oft in Holland gewesen, die Zeit. Das war so, genau, das war so die Zeit, wo das dann so angefangen hat. Da haben wir erstes mit den Tabletten, da habe ich auch den Robert ja kennengelernt. Ja, da sind wir mal nach der Arbeit auf einen Trip gegangen, haben LSD einpfiffen, sodass es zum Feierabend einfährt. Und dann sind wir rausgefahren nach Germering, zum Germeringer See und haben da eine Party gefeiert mit ein paar Leuten. Das war ein endgeiles Erlebnis für mich, weil dieser Trip hat mich in meinem Kopf in die 60er, 70er Jahre, in die Hippie-Zeit zurückversetzt, weil die Leute dort alles rumgelaufen sind. Lange Haare, Hippie-Klamotten an, bunt, alle am Kiffen, alle oder irgendwelche Pillen eingefahren, auf Ecstasy, auf LSD, Lagerfeuer überall, Gitarrenmusik. Es war halt einfach auch so das Feeling. Natürlich weiß ich, dass es 1900 irgendwas in die 90er war. 91, 92 oder so, geiler Sommer, und wir hatten da eine geile Party da und durch den Trip habe ich mich halt da zurückversetzt gefühlt, weil das war auch gerade die Zeit, wo der Doors-Film im Kino lief, hey. Da ging es drunter und drüber, Alter, das war ein Halligalli Drecksau-Fest das ganze Jahr über. Dass wir das alles so einfach überlebt haben, das grenzt an ein Wunder. Und ich, auch wenn ich jetzt gerade so schmunzeln muss und so lachen muss, weil es in meinem Kopf halt gerade so Filme abgehen, die ich euch gar nicht erzählen kann, weil es zu krass ist, weil ich gar nicht weiß, wie ich diese Worte fassen soll, weil es halt so viele Gefühle auch sind. Und was das alles passiert ist, halt, das ist zu heftig. Ja, aber wisst ihr was? Da mache ich jetzt einen extra Teil draus. Deswegen höre ich jetzt an der Stelle auf. Ja, von daher, Daumen hoch, Kommentare unten rein, abonniert meinen Kanal und ansonsten, hasta la vista, Baby. Übertreibt es nicht.